Halt doch. Ah, oh, Sam, Fokus. Zip. Ewig her, dass ich mal aus Entfernung angegriffen habe. Oh, ich habe nicht mehr genug Platz im Inventar. Du hast 6 Beutel, oder? Ja, ich habe 6 Beutel. Kriegt man das Handy voll zu machen? Ich war schon seit längerem nicht mehr verkaufen. Okay. So, aber an dieser Stelle werde ich jetzt mal einen kleinen Cut machen. Bis später, bis gleich. Willkommen zurück. Let's Play Herr der Ringe Online mit Master Blaster zu Gast. Und ja, natürlich eurem Darth Vader. Grüß dich, Master Blaster. Lange nicht gesehen. Genau. Wie lange ist das her? Jetzt so 2 Sekunden oder so, ne? Ja, ist Ewigkeiten, ne? So, oh, Tortan steht da. Dort in der südlichen Ecke des Lagers, dort ist die Ursache für die Angst und Schwarzwald und so. Lasst mich einen Blick auf dieses Tor werfen. Anstarr, Tor öffnet sich. Ziemlich cool. So würde ich das auch gerne machen. Ich starre eine Tür an, die sich dann von alleine öffnet. Bam. Oh, Bedarf. Ha. Wie jetzt? Das kannst du doch nicht machen. Du bist doch gar kein Drechsler. Oder ob. Oh, Skorgrim. Den kennen wir noch gar nicht. Skorgrim ist ein Zwerg. So. Spielt Elben und Zwergen, dann wisst ihr es. Genau. Ich weiß nicht, wo Davigond ist. Kleinen Moment mal, der will was von mir, der Junge hier. Ach ja, genau, jetzt kommen ja die untoten Viecher da rausgespaziert. Nervig, Grauen 5. Ach, überhaupt kein Grauen hier. Oh nein, neue Tat. Die Überlieferung von was? Irgendwas. Achso, besiegt Unholde. Ja, cool. Ich muss jetzt Unholde besiegen. Und irgendwelche Aufzeichnungen sammeln. Komm, wir sind noch nicht fertig. Ja. Starre dieses Tor an, damit wir hier weiter können. Na gut, dann halt nicht. So, wer war dieser Zwerg und wieso kann er Unholde Befehle erteilen? Es ist klar, dass die Schwarzwolde sich von dieser Kreatur fürchten, aber ich fühle noch nach wie vor, dass sich noch etwas bla. Ich habe keinen Bock mehr zu lesen hier. Da, tanz mit mir. Oh, ich bin gleich Stufe 16, krasser Scheiß. Ich brauche noch was. Und wie viel brauchst du noch? 1853. Ich brauche noch 600 etwa. Unsichtbare Wand. Oh nein, Nazgûls, Hilfe! Guck, das sind sie, das sind sie, das sind die hässlichen Viecher. Nazgûl. Und ein Amdir. Wieso stehe ich eigentlich ganz vorne? Du bist der Tank. Achso. Ja. Zap, zap. Oh. Amdi ist voll böse geworden. Und der trägt jetzt gerne rot. So, Amdi ist tot. Nieder. So, es ist wohl ein finsterer als auch ein fröhlicher Tag. Es tut mir weh, dass wir gezwungen waren, Amdir zu töten. Aber dennoch ist eine Last von meinen Schultern gefallen, da er nun seinen Frieden gefunden hat. Ich werde euch zu Streicher zurückführen und zu seinem Lager zurückkehren. Achso, ja, meinetwegen. Dann bring mich doch zurück. Mach das jetzt. Die Nazgûl haben den Isen überquert und ziehen nun in Richtung Auenland. Die Hobbits müssen schnell sein, wenn sie dem Zorn der Neuen entgehen wollen. Wir können nur hoffen, dass es Frodo gelingt, den Fallen des Feindes zu entrinnen.
Hat es Frodo geschafft? Hat er es nicht geschafft? Wir werden es erfahren. Oh, eine Elbenkundige. Hallo Elben, du Ding, du. So, es hat mich tief getroffen, dass es dem Feind gelungen ist, Amdir Gesinnung derart zu ändern. Er war mein Freund, Teil meiner Familie. Meine Leute werden ihn als den Mann in Erinnerung behalten, der er einst war. Gut und edelmütig. Alles klar. Ich mache mir Sorgen, weil die Nazgûl den Fluss überquert haben und ausgerechnet jetzt ins Brelan eingefallen sind. Es geschehen Dinge, die das Schicksal von Mittelerde beeinflussen könnten. Falls ihr willens und in der Lage seid, hätte ich da noch eine weitere Aufgabe für euch. Überlege ich mir noch. Erstmal möchte ich gucken, was du mir hier anbietest. Mittlere Rüstung. Ja, gut, okay. Mit Schicksal. Nein, nicht genug Platz! Was habe ich denn hier für Ohrwille? Das brauche ich nicht. Ach, hier, komm, das kann weg. Zap. Wuhu! Ich würde zu gerne wissen, wer der Zwerg war, den ihr im Lager der Schwarzwölfe getroffen habt. Zwerge sind von Natur aus edel gesinnt und lassen sich von nichts und niemandem etwas vorschreiben. Warum dieser hier dem Feind dient, kann ich nicht sagen. Noch schlimmer aber ist das Auftauchen der Nazgûl. Ich muss zur Oststraße gehen und dort die Augen offen halten, denn ich erwarte Reisende und habe nun Angst, dass ihnen etwas zustoßen könnte. Würdet ihr nach Schlucht gehen und mit einem Bannwart namens Unterberg sprechen? Schon wieder. Ihr kennt ihn vielleicht. Ein kräftiger kleiner Bursche, der meist mitten durch die Stadt schlendert. Schlagt Unterberg vor, das alte Versteck der Schwarzwölfe zu untersuchen. Sobald diese Aufgabe erledigt ist, kehrt hier zurück und berichtet mir davon. Solltet ihr dann nicht mehr hier anzutreffen sein, dann geht vom Schlimmsten aus. Yes, Sir. Welche Straße habt ihr gewählt, Frodo? Die Ringgeister durchreiten offen das Auenland. Und doch gibt es Orte, die weit gefährlicher sind. Wenn ihr den Weg wählt, den ich fürchte, sucht nach dem Licht in der Dunkelheit. Ja, wieder ein wundervolles Cutscene. Ich habe ja schon mal gesagt, das Spiel hält sich wesentlich strenger ans Buch als die Filme. Dementsprechend werden wir hier einige Bekannte wieder treffen, die man nur im Buch zu finden vermag. So, Banwart Unterberg. Oh, hallo, kann ich euch behilflich sein? Die Schwarzwölfe wurden auseinandergetrieben und haben sich zerstreut, sagt ihr? Das ist ja eine gute Neuigkeit für Schlucht. Diese Waldläufer Streicher meint also, ihr solltet uns Dinkholzens altes Versteck ansehen. Nun, ich weiß nicht so recht. Ich habe gehört, das soll nicht unbedingt ein sicherer Ort sein. Doch ist es. Ich bin da ganz fest der Überzeugung, das ist ein guter Ort. Nun, ich vermute, ihr habt recht. Ich sollte sicherstellen, dass diese Schwarzwölfe sich nicht wieder in ihrer Hülle versteckt halten und ihre Kräfte sammeln. Ich dürfte dabei jedoch Hilfe brauchen. Wollt ihr mit mir zu Stinkholzens alten Versteck gehen? Es liegt südlich des Wachhauses, am nördlichsten Ende des Stadelsees, ganz in der Nähe der Stadelfälle. Falls sie sich dort sammeln, dann brauche ich Unterstützung, um sie zu vertreiben. Ja, machen wir. Passt das noch in die Aufnahme rein? 7 Minuten habe ich noch. Alles klar. Also, ab geht's. Und die Ini, die geht ja relativ fix. Ihr seid in einer Warteschlange und werdet gleich teleportiert. Dim, 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 dim. Gut, dann trinke ich mal einen Schluck von Apfeltraube-Granatapfelgesöff, Marke Pennymarkt. Ich liebe diese Schleichwerbung. Jetzt. Ah, da ist er ja. So, Bannwart Unterberg. Meine Güte, hier ist es ja still wie in einer Gruft. Ich wünschte, wir könnten sagen, alles sei friedlich und wieder gehen, aber ich denke, damit wird es wohl nicht getan sein. Also gut, schieben wir das Unvermeidliche nicht auf. Kommt und haltet eure Klinge bereit, falls es Ärger geben sollte. Ich habe aber keine Klinge, ich habe nur einen Bogen. Ich hab 'ne Angel. Sehr gut, wir sind gerettet.
What the? Insekten! Oh, nein, stopp. Bugs! gut, okay. Der kam nicht so gut. Kennst du den Film, ach, sag mal schnell. Nee, den kenn ich nicht. Ja, den meine ich auch gar nicht. Achso. Starship Troopers. Nein. Okay, ja gut, okay. Dann war es kein Wunder, warum du nicht gelacht hast. So, wir rennen hier weiter geradeaus. Hopp, hopp, hopp. Mehr Insekten zu sehen. Tod den Zwergen. Nee, ich glaube, ich mache wirklich keine Cuts und Queste komplett in dem Spiel. Mit Aufnahme. Achtung, von hinten, von hinten, von hinten. Sie sind überall. Wir müssen den Brainbug suchen. So, ab geht da der Peter. Oh, weiße Hand will mit euch nichts zu tun haben, Junge. Haben die aber lediglich hier anfangen. Oh, da hinten wird was angegriffen. Ganz vergessen. Ihr habt eine Chance, mich. Achso, ihr habt eine Chance, mich um Vergebung zu bitten. Die Weisheit will mit euch nichts. Achso, das wiederholt sich hier gerade die ganze Zeit nur. Dann ist ja gut. Oh oh. Uff. Ah, cool. Abgeschlossen. Zirpenkram. Schieß nicht tot. Typi. Und noch mehr Turbine Points. Grauen 6. Okay. Jetzt kommt der erst angerannt, der Bannwart. Oh, cool. Schwört an bei eure Treue niemals! Dann stirbt! Boah. Mein Gebieter, Eindringlinge! Was? Erledigt sie! Das war's, ich bin tot! Bam! Hier einen den und hier den auch noch und 85 Erfahrungspunkte, endlich lohnt es sich hier! Zap, zap. Juhu, wir haben ihn beschützt. Was will denn der Typ hier? Ihr hättet nicht einen Moment früher kommen können, oder? Bevor der Zwerg mich durchbohrt hat vielleicht. Nun ja, muss wohl so sein. Sehr geil. Der hätte ruhig häufiger ankommen können. Zuerst war es Eogan, der gesagt hat, dass wir alle reich werden, wenn wir Angmar die Treue schwören. Als daraus nichts wurde, haben ein paar von uns entschieden, dass wir nichts mehr mit Angmar zu tun haben wollen. Wir haben mit ein paar neuen Leuten gesprochen, Menschen, die vom Süden heraufkamen. Eine hässliche Gesellschaft war das. Aber sie schien zumindest keine grausamen Geister oder sowas auf uns hetzen zu wollen. Scheint jedoch, als ob Angmar der Gedanke nicht gefiel, dass wir sie verlassen würden. Dann tauchte dieser Zwerg auf und ihr wisst ja, dann hat er mich durchbohrt und jetzt krepiere ich, wenn ich... Na, schön wie locker der das genommen hat. Ich will die Ratte killen, ich will die Ratte killen. Ich habe keine Angst, wie er hier entkommen konnte. Ahnung. Jetzt finden wir keine Spur mehr und wir haben keine Ahnung. Nun, es scheint, als ob dieser mysteriöse Zwerg entkommen ist. Wie er hier herausgekommen ist, bleibt mir ein Rätsel und nach dem zu urteilen, was uns diesen Räuber berichtet haben, sollte uns dieser Zwerg mehr Kopfzerbrechen bereiten als die Schwarzwolds. Nun, ich vermute, die Schwarzwolds sind
wirklich am Ende. Gut. Also geht's wieder zurück. Jetzt reisen. Nein, die Waldläufer, die einst die Grenzen des Auenlandes bewachten, wurden aufgerieben. Frodo hat das Auenland verlassen, doch in Bre erwarten ihn große Gefahren. Ich komme zu spät. Jemand muss ihn vor den Nazgûl finden. Ja, und an dieser Stelle machen wir einen Break. Ich wünsche euch nochmal alles Gute und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Bis denn. Dankeschön an Master Blaster. Bis bald und ja, tschüss. So weiter. Tschüss miteinander.